Beim E-Learning Basic der Carmedia gibt es eine Tablet-optimierte Darstellung, es gibt eine Smartphone-optimierte Darstellung und das E-Learning Basic ist kompatibel zu allen gängigen Moodle-Apps. Selbstverständlich gibt es auch eine reguläre Desktop-Darstellung. Das E-Learning Basic der Carmedia bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um Lernprozesse zu organisieren, zu begleiten und zu kontrollieren. Der Hauptbereich ist in der Regel meine Kurse, in denen Lernende alle für sie relevanten Trainings oder Kurse sehen können. Zu Beginn eines Trainings oder Kurses lernen Lernende häufig theoretische Inhalte. Das können wir zum Beispiel über das Modul Selbsttest abbilden, welches sowohl theoretische Inhalte wie zum Beispiel Texte, Bilder oder auch Videos enthalten kann. Weiterhin bietet das Modul Selbsttest direkt die Möglichkeit, Fragenteile einzubinden, damit der Lernende selbst kontrollieren kann, wie gut seine Kenntnisse sind. Auch wie hier gezeigt, Auswahlfragen, wo mehrere richtige Antworten eingegeben werden können, sind selbstverständlich möglich. Falsche Antworten werden relativ schnell kommentiert. Und Sie haben die Möglichkeit, sofort die richtige Antwort anzugeben. Nach Durcharbeiten des Tests gelangt der Lernende schnell wieder zur Übersicht, um die nächste Lektion durchzuarbeiten. Wenn Sie als Trainer ein Zertifikat vergeben möchten, können Sie das gut über den Abschlusstest machen. Im Abschlusstest legen Sie als Trainer fest, wie viele Versuche der Lernende haben soll. Hier sehen Sie die von mir bereits gemachten Versuche. Bevor der Lernende mit dem Versuch beginnt, wird er noch einmal gefragt, ob er tatsächlich beginnen möchte, denn der Abschlusstest kann ja Konsequenzen für den Lernenden haben. Im Abschlusstest arbeitet der Lernende gegen die Uhr. Auch kann er selber festlegen, in welcher Reihenfolge er die Fragen beantworten möchte. In der Regel vergeben Sie natürlich etwas mehr Zeit, als ich mir hier mit einer Minute für die Bearbeitung des gesamten Tests gegeben habe. Vor der Abgabe sieht der Lernende noch einmal eine Übersicht und kann selbst entscheiden, ob er abgibt oder ob er alle Fragen noch beantwortet, die bisher nicht beantwortet sind. Er wird auch nochmal gefragt, ob er tatsächlich abgeben möchte. Nach dem Abschlusstest können Sie als Trainer bestimmen, dass Lernende sofort ihr Ergebnis sehen oder Sie können sagen, die Zusammenfassung soll für den Lernenden nicht angezeigt werden. Eine weitere wichtige Funktion des Carmedia E-Learning Basic ist die Möglichkeit, Arbeitsmaterial abzulegen. Das heißt, Sie können dem Lernenden Inhalte zur Verfügung stellen, die er bei der Bearbeitung von Aufgaben benötigt, zum Beispiel Flashfilme, PDF-Dateien, PowerPoints oder beliebige andere Dokumentformate. Sie haben jetzt einige der Möglichkeiten des Carmedia E-Learning Basic kennengelernt. Wenn Sie bereits Erfahrung mit Lernmanagementsystemen wie dem weit verbreiteten System Moodle besitzen, können Sie mit dem Carmedia E-Learning Free kostenlos oder mit dem Carmedia E-Learning Space für einen geringen Monatsbetrag ins E-Learning starten. Wenn Sie Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten benötigen, ist sicherlich das Carmedia E-Learning Basic oder das große Carmedia E-Learning Plus das Richtige für Sie. Sprechen Sie mich, Jürgen Kappus, einfach an. Ich berate Sie gern.